Man muss nicht immer auf die USA schauen, wenn es um das Thema UFO-Enthüllungen, UFO-Disclosure geht. Vor wenigen Tagen, am 12.09.2023, wurden im Parlament von Mexiko angebliche Körper von Außerirdischen vorgeführt. Und ich kann es mir nicht nehmen lassen, auch dieses Ereignis heute zu kommentieren. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim. Eigentlich geht es nicht so sehr um die Gedankenwelt von Burkhard Heim heute, aber um Gedanken, die man mit dem Background von Burkhard Heim, wo man sich etwas leichter tut eigentlich. Also nachdem jetzt vor, ja, 6 Wochen, 8 Wochen sowas der David Grush, der US-Whistleblower, durch seine Aussagen im Kongress, im US-Kongress für viel Wirbel gesorgt hat, schlagen die Wellen immer noch sehr hoch, weltweit. Und alle Welt ist gespannt, was passiert als nächstes. Grush hatte ja berichtet über geheime Bergungsprogramme für UFOs und dass auch Körper geborgen wurden. Beweise, sagen viele, ist er uns schuldig geblieben. Also gut, man vergisst sehr leicht, wenn man sich diese sehr medienwirksamen Ereignisse natürlich anschaut. Man vergisst sehr leicht, es gibt andere Länder auf dieser Welt, in denen ja teilweise viel lockerer mit dem Thema UFOs umgegangen wird, vor allem in Südamerika. Am 22.06. letzten Jahres, 2022 zum Beispiel, gab es eine mehrstündige Anhörung im brasilianischen Senat, im Oberhaus des Senates oder sowas, also höchstes legislatives Gremium, über das Thema UFOs, das vom Informationsgehalt eigentlich noch viel höher war als das, was Grush uns präsentiert hat. In der europäischen Presse, in den deutschen Medien kam das überhaupt nicht vor. Robert Fleischer hat das natürlich übersetzt, kommentiert. Verlinke ich euch nochmal hier oben. Auch sehr sehenswertes Video, sehr sehenswertes Ereignis. Und nun wurden am letzten Dienstag, dem 12.09.2023, im Parlament von Mexiko also zwei Körper präsentiert, die nach Aussage des Journalisten, Schrägstrich UFO-Forschers, der sie mitgebracht hat, nicht menschlichen Ursprungs seien. Dieser Forscher, Jaime Maussan, ich kann kein Spanisch, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, der ist zwar mit Vorsicht zu genießen, weil er ist schon einmal aufgefallen in der Vergangenheit, wo er sich getäuscht hat oder hat täuschen lassen mit angeblich außerirdischen Körper. Also hat gewisse Fragezeichen und Vorbehalte, das ist okay. Aber mit ihm zusammen waren drei weitere Forscher, die Ergebnisse präsentiert haben von physiologischen Analysen dieser Körper, Röntgenanalysen von DNA-Analysen und metallurgischen Analysen von Implantaten, die in diesen Körpern ja implantiert waren. Und das alles hatte einen Detailgehalt, der schon sehr faszinierend war. Und mit von der Partie, also mit im Publikum saß der Ryan Graves, der auch bei der Grush-Anhörung zugegen war, und Avi Loeb war per Videokonferenz zugeschaltet. Avi Loeb, derzeit der prominenteste UFO-Forscher der USA und Harvard-Professor. Robert Fleischer hat sich wiederum die sehr große Mühe gemacht, diese Passage aus dieser Anhörung, die ging über mehrere Stunden, also die entscheidenden 50 Minuten, hat Robert Fleischer synchron übersetzt. Einen super herzlichen Dank an Robert dafür nochmal. Ohne, wenn er nicht wäre, wirklich, wir wären in Deutschland noch tiefer im finsteren Mittelalter, was das Thema UFO-Forschung anbelangt. Denkt vielleicht darüber nach, dass ihr auch Robert abonniert, beziehungsweise ihn mit einer Mitgliedschaft unterstützt, falls ihr das nicht schon habt. Mein Kanal könnt ihr natürlich auch abonnieren. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, freue ich mich über einen regelmäßigen Beitrag über Patreon. Verbreitet auch gerne meinen englischen Kanal, Six Dimensions, Dimensions in Color, also der Parallelkanal zu diesem hier, den ich ins Leben gerufen habe, damit Burkhard Heim und sein unglaublicher Beitrag, den er zum wissenschaftlichen Fortschritt zum Verständnis der Welt geleistet hat, dass der auch einmal international bekannt wird. In Kürze, vielleicht so in ein, zwei Wochen, werde ich dort auch ein Video publizieren, das das Thema interstellares Reisen zum Thema hat, weil das wird so viel diskutiert in der angelsächsischen Welt und alle sagen da, ja, Raumzeitkrümmen und sowas, kann man alles vergessen. Burkhard Heim hat uns, beziehungsweise auch Illo Brandt von Ludwiger, auf Basis der Heim-Theorie, haben uns erklärt, wie es wirklich geht. Also, Six Dimensions in Color, auch abonnieren und verbreiten. Das ganze Thema UFO-Enthüllung, Disclosure, hat ja kurioserweise nach dem Tod von Illo Brandt von Ludwiger vor 2 Monaten jetzt
eine Dynamik bekommen, die vorher geradezu unvorstellbar war. Und ich habe die Hoffnung, dass sich das weiterentwickelt, dass das Thema also sogar in Deutschland vielleicht etwas natürlicher, dass man damit natürlicher umgehen kann. Es geht mir heute explizit nicht um die Glaubwürdigkeit von Jaime Maussan, Jamie Lannister nenne ich ihn einfach mal, sondern es geht mir darum, wie mit dem Thema umgegangen wird, denn das spricht auch einige Bände. Also erstens um den Umgang mit diesen Dingen, die da präsentiert wurden. Nach der Grush-Anhörung kam von vielen Seiten, natürlich vor allem von Skeptikern, die Kritik, aber auch aus Reihen der UFO-Forschern, ja, er hat eigentlich nichts Neues gesagt. Überall, wo es interessant wurde, hat er gesagt, darf ich nicht drüber sprechen. Und wo sind die Beweise, wo sind die Körper, wo sind die Nuts and Bolts, UFOs, wo sind die Hangare, wo die stehen? Das stimmt zwar, das kann man kritisieren, aber man muss eins bedenken, mit heutigen technischen Mitteln kann man eigentlich nahezu jedes Bildmaterial fälschen, und zwar gut fälschen. Deswegen, ich finde es gar nicht so wichtig, dass da mehr Bilder, mehr Videos publiziert werden, auch wenn das ein Nice-to-have wäre. Aber es kommt immer darauf an, wie sehr vertraut man der Quelle. Also wie sehr vertraut man dem David Grush und dem, was er sagt, wie sehr vertraut man dem Gremium, in dem er es geäußert hat. Und heute oder jetzt kürzlich dieselbe Frage, wie sehr vertraut man dem Gremium, in dessen Rahmen und den Leuten, die es in diesem Rahmen geäußert haben, im mexikanischen Parlament. Auch hier haben Menschen unter Eid ausgesagt, also der höchsten Zusicherung an Glaubwürdigkeit, die im menschlichen Rechtssystem vorgesehen ist eigentlich. Und auch wenn jetzt manche sagen, der Jamie Mausson ist nicht glaubwürdig, weil er schon mal reingefallen ist. Es gibt andere, die sagen, ja, auch der Grush ist nicht glaubwürdig, weil er beim Geheimdienst war früher. Also man kann es sich auch aussuchen, was man jetzt für real hält und was nicht. Aber ja, man kann es sich nicht frei aussuchen, aber dazu komme ich jetzt gleich noch. Aufgefallen ist mir, dass in diesem Fall zumindest die deutschen Medien im Vergleich zum letzten Mal viel schneller reagiert haben und auch deutlich abwertender waren in ihren Kommentaren. Also bei der Grush-Anhörung waren manche noch vorsichtig bis neutral, aber jetzt hier liest man eigentlich nur, ja, bizarr, fake und angeblich und lächerlich und sowas alles. Den Vogel abgeschossen, im sarkastischen Sinne, was die Seriosität ihrer Wissenschaftsredaktion anbelangt, hat die Zeit, und das möchte ich, das ist so zum Fremdschämen einfach, ich muss es einfach einmal zitieren. Also die Autorin des Artikels schreibt, handelt es sich nun wirklich um Aliens? Die Antwort, natürlich nicht. Und das sage ich Ihnen jetzt ohne weitere Recherchen. Ich habe keinen Experten angerufen und keine Studien dazu eingehend gelesen. Aber ich kenne eine Zahl. 100% aller mutmaßlichen Alienfunde haben sich als Fake erwiesen. Also sie sagt, sie hat nichts gelesen, aber kennt eine Zahl und deswegen kann sie sich kompetent äußern. Es ist, wie gesagt, ja, es ist nur zum Fremdschämen noch. Ja gut, das ist halt unsere kleine Provinzpresse in unserem kleinen Land in Europa. Aber ich kann zwei Gründe erkennen, warum man diesmal schneller ist und auch warum man diese eher abwertende Schiene fährt. Erstens ist das Publikum, natürlich die Leserschaft, sensibilisiert durch die Grush-Anhörung. Das hat ja relativ hohe Wellen geschlagen. Und natürlich ist ein Interesse da erstmal. Das muss bedient werden. Und zweitens aber ist man jetzt eher bereit, negativ zu urteilen, weil die Sache doch ernster ist. Es wurden physische Beweise gefordert, lange Zeit und jetzt auch aktuell, und da sind welche. Und nun ist man erstaunlich schnell bereit zu sagen, es sind Fakes, und zwar trotz detaillierter Daten, die vorgetragen wurden. Man ist schnell bereit zu sagen, das ist alles Täuschung und so weiter. Und natürlich ist das geradezu absurd, wenn man darüber nachdenkt. Aber das ist etwas, das sich durch die gesamte Geschichte der UFO-Forschung und auch der Erforschung des Paranormalen davon abgesehen zieht. Wenn es wirklich heiß wird, dann kriegen doch mehr Leute kalte Füße, als man das auch von sich selber vielleicht denken würde. Es unterstreicht abermals meine Aussage, dass es nicht
um eine intellektuelle Überforderung bei dieser Sache geht. Es geht darum, dass man emotional mit tiefsitzenden Ängsten und ablehnenden Impulsen konfrontiert ist. Ich möchte behaupten, es gibt überhaupt keinen Mangel an Beweisen. Die Beweise füllen ganze Bibliotheken, wenn man nur danach sucht. Also Beweise im Sinne von wissenschaftlich seriöser Literatur. Aber es werden alle Informationen selektiv ausgeblendet, die nicht ins Schema der eigenen vorgefassten Meinung passen. Und was wiederum dahinter steht, ist die tiefste Ursache davon, ist der Mangel, ist die Unfähigkeit, sich ausreichend zu freuen. Es gäbe allen Anlass, sich jetzt zu freuen, dass so ein Thema überhaupt im mexikanischen Parlament diskutiert ist. Selbst wenn sich das Ganze als Fake entpuppen sollte, selbst dann ist das unmissverständliche Signal gesendet worden, hier gibt es ein höchstes legislatives Gremium eines Staates von nicht sehr hoher, aber immerhin mittlerer Bedeutung, der sich der Sache angenommen hat und das Signal sendet, wir beschäftigen uns damit. Ich finde, das ist aller Anlass, sich zu freuen. Vielleicht ist es auch mal wieder typisch deutsch zu denken, es gehört sich nicht, sich zu sehr zu freuen und gerade für Wissenschaftler überhaupt nicht. Wissenschaftlichkeit heißt völlig bar jeder Emotion sein. Das ist erstens völlig falsch. Zweitens sind Wissenschaftler sind voller Emotionen, nämlich emotionale Ablehnung bei vielen Wissenschaftlern. Freude, die Fähigkeit, sich über Neuigkeiten zu freuen, ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass man Neuigkeiten akzeptieren kann. Weil nur dann ist man in der Lage, sie so weit an sich heranzulassen, dass man sie überhaupt in einem Sinne analysieren und sich mit ihnen auseinandersetzen kann, den man als objektiv bezeichnen darf. Die reine Ablehnung, weil es nicht in das Schema, in das vorgefasste Schema passt, das ist unseriös. Seriös ist es, das an sich heranzulassen und sich mit Gelassenheit, mit Neutralität mit der Sache zu befassen. Natürlich gibt es ein Gegenmittel gegen diese Schwierigkeiten, Natal-Training. Mit Natal wird dieses Defizit an emotionaler Intelligenz, an Gefühlspotenzial behoben. Und das ist nicht nur beim Thema UFO-Forschung entscheidend. Die Fähigkeit, Neuigkeiten zu akzeptieren, ist in jeder Lebenslage wichtig. In jedem Beruf, in jeder Biografie. Natal versetzt einen in die Lage, auf sein Gefühl zu hören. Und zwar nicht blind oder blindes Schwelgen in Emotionen, sondern im Einklang mit dem Verstand. Und dann hat man einen inneren Kompass, der einem Sicherheit gibt. Man braucht dann keine äußere Autorität, von der die eigene Orientierung abhängig ist. Man hat in sich das sichere Gefühl, ich habe eine Orientierung. Es ist unmaßgeblich, ob sich das vielleicht als falsch entpuppen kann. Darüber ist man dann, die Resilienz dafür, die steigt enorm. Ich kann mich auch irren bei dieser ganzen Sache. Aber entscheidend ist, dass man dabei gelassen bleibt und das wirklich verarbeiten kann, damit umgehen kann. Gut, zweiter Themenkomplex. Die Analysen, die gemacht wurden. Es wurden sehr viele Details präsentiert in dieser gut Dreiviertelstunde, die man nach allen wissenschaftlichen Kriterien zumindest ernst nehmen muss und sich mit ihnen befassen muss. Man kann nicht einfach vom Schreibtisch sagen, dass manche Skeptiker getan haben, die definitiv keine Studien durchgeführt haben, das wurde auch gesagt in der Präsentation, die einfach vom Schreibtisch gesagt haben, ja, das sind entstellte Mumien von Lamas oder so etwas. Also der Jaime Maussan, hat auf jeden Fall gesagt, diese Körper seien frei zugänglich, wer möchte, könne Proben haben und sie weiter analysieren. Gut, erstmal haben die Medien natürlich getitelt bizarr, kurios und so weiter. Weil das eben merkwürdig ist, solche Körper zu sehen. Sie sehen auch komisch aus, natürlich. Aber nochmal was Grundsätzliches. Natürlich sind Neuigkeiten kurios. Neuigkeiten, echte Neuigkeiten, entsprechen eben nicht dem, was man erwartet. Und es ist vollkommen natürlich, dass man etwas Neues als merkwürdig einstuft und das ist ein Qualitätsmerkmal. Je merkwürdiger eine Information erscheint, umso neuer ist sie. Und wiederum dieser Impuls, es abzulehnen, ist eine falsche Verhaltensweise. Das zeigt einfach nur, dass man völlig eingefahren ist auf die eigene Denkweise und nur in der Lage ist,
Informationen zu akzeptieren, die man bereits selber mit seinem sehr beschränkten Intellekt antizipiert hat. Und so funktioniert das einfach nicht. Alle Arten von Neuigkeiten sind bizarr und merkwürdig. Also die Bizarrheit der ganzen Sache ist schon mal ein Faktor, wo ich sagen würde, okay, es ist interessant. Also hingucken. Das muss der erste Impuls sein. Was Neues? Ja, spannend. Okay, ich möchte mehr darüber wissen. Also, was wurde präsentiert? Erstens, eine DNA-Analyse hat ergeben, dass 30% der in den Körpern erhaltenen DNA nicht aus der irdischen Biosphäre stammt. Also sie ist unbekannt. Man hat nach allen Regeln der Kunst natürlich ausgeschlossen, dass die Proben kontaminiert sind von Bakterien, von Hautschuppen, von den Leuten, die da mit den Körpern gearbeitet haben und so weiter. Das kann man alles machen. Das macht man auch regelmäßig bei archäologischen DNA-Untersuchungen. Und diese DNA-Sequenzen sind veröffentlicht. Links wurden gezeigt in dem Originalvideo. Kann also jeder, der sich damit auskennt, kann das analysieren. Ist frei zugänglich. Ist schon mal eine gute Sache. Im Übrigen erinnert mich dieser Fall jetzt an einen anderen Fall aus Österreich, wo ein Knochen gefunden wurde, der auch einer DNA-Analyse unterzogen wurde mit der Erwartung, es ist irgendein Tier. Nein, das Ergebnis war von zwei unabhängigen Instituten, größtenteils Homo sapiens, der Rest unbekannt. So war es in der Art. Ich habe allen Grund, dieser Quelle zu vertrauen in diesem Fall. Jetzt haben wir dann eine zweite Sache. Also man beginnt ein Muster zu erkennen mal wieder. Dann gab es das Ergebnis, diese Körper trugen Implantate in sich. Und zwar aus größtenteils Osmium mit Cadmium legiert. Osmium ist ein unglaublich seltenes und wertvolles Metall. Cadmium ist ein unglaublich giftiges Metall. Darüber hinaus waren die Körper konserviert mit Cadmiumchlorid. Auch eine sehr giftige Substanz. Da muss man sich dann auch fragen, wenn es Leute gäbe, die sowas gefaked haben sollten, warum hätten die sich diesem erheblichen Gesundheitsrisiko aussetzen sollen, damit mit Cadmiumchlorid zu hantieren? Gäbe es sicherlich einfachere Sachen. Ein paar Fakten zu Cadmium und Osmium. Der Schmelzpunkt von Cadmium liegt ziemlich niedrig bei 320 Grad Celsius. Der von Osmium bei über 3100 Grad. Allein das macht es schon schwierig, zwei Metalle zu legieren, wenn die so völlig unterschiedliche Schmelzpunkte haben. Dazu kommt jetzt noch, Cadmium verdampft bereits bei 765 Grad. Das ist also ein Gas, lange bevor, oder ein ionisiertes Gas sogar wahrscheinlich, lange bevor Osmium überhaupt flüssig wird. Zwei solche Metalle zu legieren, also ich könnte mir vorstellen, unter extremem Druck oder mit ganz ausgefeilten metallurgischen Kniffen, aber nur mit erheblichem Aufwand und unglaublich, also es ist nicht vernünftig, es gibt keinen vernünftigen Grund, den mir irgendjemand erklären kann, warum so etwas, warum solche Ressourcen, solch ein Aufwand investiert worden wäre für eine Fälschung. Ich habe auch nichts gefunden im Internet bei einer nicht kurzen Recherche, dass jemals so eine Legierung überhaupt hergestellt worden sei. Von Skeptikern wird hier gerne Occam's Razor, Occam's Rasiermesser ins Feld geführt, wenn man das Paranormale, das Alien-Sachen und so weiter, die banken will. Occam war ein britischer Naturforscher, der hat, glaube ich, im 15. Jahrhundert gelebt und der hat gesagt, wenn wir Naturforschung betreiben, damals hieß es noch nicht Naturwissenschaft, dann müssen wir davon ausgehen, also unsere Hypothesen müssen so einfache Annahmen wie möglich haben. Wir sollen nicht zu viele Annahmen machen und nicht zu hoch gegriffen. Und nun sagen Kritiker natürlich, es ist eine viel zu hochgegriffene Annahme, dass es überhaupt Außerirdische geben kann oder Wesen, die solche Eigenschaften haben, wie die da präsentiert wurden. Nochmal explizit, der Jaime Maussan hat explizit nicht gesagt, es sind Außerirdische, er hat gesagt, einfach nicht menschlichen Ursprungs, nicht Teil der menschlichen Evolution oder irdischen Evolution. Also Occams Rasiermesser würde gegen die Hypothese sprechen, oder die Annahme sprechen, dass es da so eine Lebensform überhaupt geben könne. So kann man zwar argumentieren, aber wie wir gesehen haben, Skeptiker denken nicht unbedingt nach, sondern wissen bereits, dass ihr Ergebnis richtig ist, deswegen müssen sie nicht nachdenken. Siehe die Zeit. Man muss die Gegenprobe machen und die machen wir jetzt mal. Also, erstens, insgesamt vier Personen riskieren erhebliche
juristische Konsequenzen oder ihre Freiheit sogar oder riesige Geldstrafen. Ich weiß nicht, was die Strafe für Falschaussage unter Eid ist, aber das riskieren sie, indem sie also mögliche Falschaussagen ja unter Eid machen. Dann werden also 20 solcher Körper, es wurden 20 gefunden insgesamt, zwei wurden präsentiert, aber 20 hat man wohl gefunden. Da wurden 20 solcher Körper hergestellt. Diese Körper wurden mit einer sehr giftigen Substanz konserviert, wo also die ganzen Pranker sich erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt haben, einfach indem sie damit hantiert haben. Und dann wurden diese sehr unwahrscheinliche und extrem teure Legierung verwendet, um da irgendwas einzubauen, dass das, ja, was auch immer. Also es wird da bereits unglaubwürdig. Nun kann natürlich, ich würde dann als Skeptiker sagen, ich würde einfach sagen, das ist alles gelogen, weil es kann mir niemand vernünftig erklären, warum jemand so einen Aufwand betreiben würde für einfach für einen Prank oder ein Fake. Warum? Also gut, sagen wir, das alles sei gelogen. Und diese Analysen, die da vorgestellt haben, wurden, sind an den Haaren herbeigezogen. Aber dann werden wir immer noch mit den Fakten konfrontiert. Da wurden also Fake-metallurgische Analysen erstellt. Dann wurden Fake-Computertomographie-Bilder erstellt. Guckt es euch bitte wirklich an, das Original. Die Präsentation ist wirklich aufwendig gemacht. Und in allen Details wurden da Bilder gezeigt von Tomographieaufnahmen vom Inneren dieser Körper und so. Und dann wurde Fake-DNA-Code erzeugt und auf eine Plattform hochgeladen, wo jeder, der von der Sache Ahnung hat, das also prüfen kann und möglicherweise auch entlarven kann. Der Aufwand für dieses hypothetische Fake steigt und steigt also. So etwas könnte nur eine Gruppe von Menschen vollbringen, also eine mittlere bis größere Gruppe von Menschen, die mit erheblichen Geldmitteln ausgestattet wäre. Und mindestens vier davon, nämlich die vorne standen im Parlament, wären trotzdem bereit, dann Falschaussagen zu machen und also erhebliche persönliche Nachteile zu riskieren. Aus welchen Gründen auch immer. Könnte man vielleicht noch sagen, also ja, die werden vielleicht irgendwie gedeckt von irgendwelchen Leuten im Hintergrund. Spätestens da fängt aber der Skeptiker an, an Verschwörungstheorien zu glauben. Also da ist dann spätestens das Reductio ad absurdum gelungen. Dann schlägt Occams Rasiermesser nämlich in die andere Richtung aus. Und dann ist es plötzlich viel, kommen plötzlich viel zu viele und viel zu unwahrscheinliche, absurde Annahmen damit hinein, die sich multiplizieren, warum das also eine Fälschung sein könnte. Und die einfache Annahme, gut, dann gibt es die vielleicht doch, die erscheint dann plötzlich eher wahrscheinlich. Ich kann keine absolute Bewertung dafür vornehmen, ich stelle es nur so in den Raum. Und das kann jeder von euch selbst entscheiden. Wie kann man so etwas bewerten? Wie kann man die reinen Fakten, die präsentiert werden, bewerten? Und in verschiedenen Leveln von welche Glaubwürdigkeit man dem auch immer zuordnet. Ein Fragezeichen habe ich bei diesen Analysen, wenn ich jetzt mal voraussetze, dass sie authentisch sind. Und zwar die Altersbestimmung. Die Altersbestimmung dieser Körper lautete, sie haben also, sind vor etwa 1000 Jahren in dieser, das war eine Mine in Peru, sind sie da begraben und konserviert worden. Für diese Altersbestimmung wurde die ganz klassische Radiokarbondatierung benutzt, also Zerfall von Kohlenstoff 14. Diese setzt voraus, dass der biologische Organismus, der analysiert wird, lange Zeit in der irdischen Atmosphäre mit der irdischen Atmosphäre Kohlenstoff ausgetauscht hat, also oder mit der ja, also Kohlenstoff eingeatmet, Kohlendioxid eingeatmet oder mit der Nahrung aufgenommen, also eher. Und da steckt jetzt die Annahme drin, dass diese Wesen tatsächlich ihr ganzes Leben oder zumindest die letzten Monate ihres Lebens auf der Erde in der irdischen Atmosphäre verbracht haben. Nochmal, es ist explizit nicht ausgeschlossen, dass das so war. Aber es ist auch, man muss in diesem Fall natürlich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie eben nicht von der Erde stammen. Da muss man wirklich offen bleiben. Wenn sie in einer anderen Atmosphäre mit anderen Isotopenverhältnissen gelebt hätten, dann wäre diese Altersbestimmung nämlich fragwürdig. Erster Faktor. Und zweiter Faktor, es ist ja bekannt aus der UFO-Forschung, setze ich jetzt mal einfach so voraus, in der Umgebung dieser Wesen und ihrer Technologie kommt es zu organisierenden Feldern. Hier jetzt einmal für heute dieses Video der eine Verweis an die Heimtheorie.
organisierende Felder, die möglicherweise einen Einfluss auf Zerfallsraten von radioaktiven Elementen haben. Und ja, ist noch ein Unsicherheitsfaktor. Also an der Stelle sind dann selbst offene Forscher, machen nochmal Annahmen, die man nicht unbedingt für selbstverständlich halten kann, aber gut, dafür diskutiert man drüber. Und nun zum letzten Kritikpunkt, den man hört, dass diese Wesen nämlich so ähnlich aussehen wie E.T. aus Steven Spielbergs Film von, wann war der? 1986 oder sowas, also aus dem Film E.T. Nämlich, die haben alle drei Finger an den Händen, ja, sechs Dimensionen in Farbe. Drei Finger an den Händen und ja, diese typische Gesichtsform. Also Argument der Kritiker wäre immer diese, die sind also hergestellt und die Leute haben den E.T.-Film von Spielberg gesehen und die deshalb nach dieser Vorstellung da die Skulpturen erstellt oder was auch immer. Viel plausibler finde ich aber die Umkehrung. In der Präsentation vom Parlament wurde zum Beispiel auch gesagt, es gibt diese mythologische Figuren in Form von Felszeichnungen zum Beispiel mit drei Fingern und großen Augen und so etwas, gibt es auf dem gesamten amerikanischen Doppelkontinent und sogar weltweit, glaube ich. Ich glaube, aus dem Iran wurde auch eine Referenz genannt. Also mythologisch scheint es sie sowieso zu geben. In Südamerika viele indigene Völker gehen damit relativ locker um. Deswegen ist das da auch so einfach. Es gibt Regionen, da wissen die Leute, die leben da, also die Götter, da gehen die auch nicht hin, da haben sie Respekt vor. Aber das ist, also man setzt da, man kann da voraussetzen, sowas ist mythologisch einfach da, so ein Bild. Und es ist viel wahrscheinlicher. Und natürlich gibt es auch zeitgenössischere, modernere Begegnungen und Zeugenaussagen mit UFOs und mit Außerirdischen seit den 1940er Jahren und dann auch Zeichnungen und so weiter. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass Steven Spielberg sich einfach bedient hat an der Mythologie und an häufig vorkommenden Aussagen von UFO-Zeugen, die es ja, wie gesagt, seit den 50er Jahren in moderner Form gibt. Er hat sich einfach daran bedient, um es realistisch zu machen, seinen Film. Zusammenfassend möchte ich also sagen, auch wenn man sich Disclosure wünscht, wenn es ernst wird, dann ist die Gefahr schon groß, dass man kalte Füße kriegt und plötzlich eine instinktive Ablehnung fällt und sich nicht mehr neutral mit den Informationen befassen kann. Das wird uns noch mehr beschäftigen. Ich denke, das wird auch nicht das letzte Ereignis gewesen sein in dieser Art, dass ich auch kommentieren kann in so einer Form. Wie eingangs gesagt, guckt nicht nur in Richtung USA, wenn es um Alien Disclosure geht. Es gibt andere Länder auf der Welt, in denen auch maßgebliche Dinge passieren, was das Thema anbelangt. Zwar ist in den USA natürlich die Sprachbarriere für viele nicht so groß. Man kann sich auch mal ein englisches Video oder Artikel angucken bzw. durchlesen. Aber speziell Südamerika ist sehr interessant. In der festen Überzeugung, dass es spannend bleibt in Sachen UFO-Disclosure, wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Kommentar dieser Art bei 6 Dimensionen in Farbe.